Das ist meine CNC Version 3.2 in der Konfiguration mit Gleichstrommotoren. Die Motoren entstammen alten Druckern. Welche Motoren kommen dabei als Antrieb in Frage? Nun, das hängt von den zur Verfügung stehenden H-Brücken ab. Hier verwende ich Platinen mit einem L298N-Chip, die Dauerströme bis zu 2 Ampere schalten können. Zunächst muss der Blockierstrom der Motoren bestimmt werden. Beachtet, dass unbekannte Motoren zerstört werden, wenn der Blockierstrom an einer zu hohen Spannung gemessen wird. Auf meiner Projektseite erfahrt ihr mehr zu diesem Thema. Schaltet euer Multimeter auf den höchsten Bereich für Strommessung, hier sind das 10 Ampere und steckt die rote Messleitung in die entsprechende Buchse. Dieser Motor zieht einen Strom von fast 500 mA an 5 Volt und 1,6 Ampere an 12 Volt, womit dieser problemlos an 12 Volt mit den L298N-Brücken betrieben werden kann. Die maximale elektrische Eingangsleistung beträgt somit 19 Watt. Ein Getriebe wird benötigt, um das Drehmoment des Motors zu verstärken. Das zentrale Element der Übersetzung ist eine Scheibe mit 20 cm Durchmesser, die aus 5 mm Sperrholz gesägt wurde. Mit meiner Ständerbohrmaschine habe ich die Scheibe rund geschliffen. Seid vorsichtig, wenn ihr eure Ständerbohrmaschine auf diese Art verwendet. Das Bohrfutter ist auf die Welle der Maschine gepresst und kann herausfallen, wenn ihr zu starke Seitenkräfte ausübt oder von oben auf die Scheibe drückt. Bringt den Tisch der Maschine nah unter die Scheibe und verwendet eine Raspel, um das Sperrholz auf rund zu trimmen. Das zweite zahnlose Rad des Getriebes besteht aus einer Gummirolle aus einem alten Drucker. Dieses ist auf die Motorwelle gepresst. Ein kurzes Stück einer Kabelisolierung sorgt dafür, dass die Rolle stramm auf der Welle sitzt. Der Motor ist an einem Hebel befestigt und die Gummirolle wird somit über ein Gummiband an die Sperrholzscheibe gepresst. Wegen des relativ großen Durchmessers der Sperrholzscheibe wird nur wenig Druck benötigt, um genügend Reibung aufzubauen, damit das Getriebe funktioniert. Mit der 10 mm Gummirolle und der 20 cm Sperrholzscheibe erhalten wir ein Übersetzungsverhältnis von 20 zu 1. Das Übersetzungsverhältnis kann durch Ändern des Durchmessers der Gummirolle variiert werden. Hier verwende ich eine 50 mm Rolle, womit das Übersetzungsverhältnis 4 zu 1 beträgt und sich die Achse der Maschine schneller bewegt. Wenn die Geschwindigkeit der Achsbewegung per Hand deutlich verringert werden kann, ist das Drehmoment zu klein. Für diesen Motor ist eine Übersetzung von 6,66 zu 1 der beste Kompromiss zwischen maximaler Geschwindigkeit und ausreichend Drehmoment. Als Antriebe können unterschiedliche Motoren für die Achsen verwendet werden, man sollte jedoch Motoren mit zumindest ähnlichen elektrischen Eigenschaften verwenden. Der schwächste Motor bestimmt die Geschwindigkeit der Maschine. Die Maximalgeschwindigkeit in dieser Konfiguration beträgt 4 Sekunden für 1 cm oder 2,5 mm pro Sekunde. Wird der Tisch in einem 45 Grad Winkel angesteuert, so sinkt die Maximalgeschwindigkeit auf nur noch 1,2 mm pro Sekunde. Das kommt daher, weil von dem Mikrocontroller immer nur jeweils ein Motor angesteuert wird, womit beide Motoren während der Bewegung ständig ein- und ausgeschaltet werden. Die Software befindet sich in einem sehr frühen Stadium und es ist noch großer Spielraum für Verbesserungen. Die Bewegung der Motoren wird über Drehsensoren überwacht, wie ich in einem vorangegangenen Video gezeigt habe. Die Sensorscheiben bestehen aus Karton und wurden mit Farbe überzogen, um diese wasserfest zu machen. Die Zähne werden mit Hilfe von transparentem Klebeband geschützt, das von beiden Seiten angebracht wird. Pro Achse werden zwei nebeneinander angeordnete Gabellichtschranken benötigt und die Zähne und Lücken der Sensorscheibe müssen breit genug sein, um beide Sensoren gleichzeitig abzudecken. Derartige Sensoren können alten Druckern entnommen werden, wie ich in einem vorangegangenen Video gezeigt habe. Wer neue Sensoren kauft, sollte einen Blick ins Datenblatt werfen, um die benötigten Widerstandswerte zu ermitteln. Macht einen Funktionstest nach dem Verkabeln der Sensoren.
verbindet Masse mit Minus und Plus mit plus 5 Volt einer Gleichspannungsquelle. Der angezeigte Wert auf dem Multimeter muss deutlich unter 0,5 Volt liegen, wenn der Sensor offen ist und nahe an den 5 Volt, wenn das Infrarotlicht an dem Sensor unterbrochen wird. Verwendet unbedingt geschirmte Leitungen, um die Sensoren zu verkabeln und verbindet die Abschirmung mit Masse des Mikrocontrollers. Ich habe einen ganzen Tag benötigt, um festzustellen, dass die billigen, ungeschirmten Leitungen Schrittverluste verursacht haben. USB-Kabel und Kategorie 6 Netzwerkkabel sind üblicherweise geschirmt. Nach erfolgreichem Funktionstest habe ich die Sensoren mit Heißkleber isoliert. Montiert habe ich die Sensoren mit einem Streifen Lochblech und weiterem Heißkleber. Im Betrieb habe ich festgestellt, dass sich der Schmutz in den Schlitzen der Gehäuse der Gabellichtschranken sammelt, was Fehlfunktionen hervorruft. Mit Plastikabdeckungen aus Verpackungsmaterial habe ich diese Fehlerquelle beseitigt. Nach dem Montieren der Sensoren und Verbinden mit dem Mikrocontroller sollte ein weiterer Funktionstest erfolgen. Verbindet die schwarze Messleitung eures Multimeters mit Masse des Arduino und die rote Messleitung mit dem betreffenden Eingangspin. Wie zuvor sollten bei offenem Sensor deutlich weniger als 0,5 Volt zu lesen sein und fast 5 Volt, wann immer ein Zahn der Sensorscheibe die Gabellichtschranke blockiert. Als nächstes werden die Motoren mit den H-Brücken verbunden. Ich verwende hierzu Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75 Quadratmillimeter, die Ströme bis zu 6 Ampere verkraften. Jeder Motor wird über zwei GPIOs des Arduino, die mit der betreffenden H-Brücke verbunden sind, angesteuert. Der 5 Volt Eingang an den H-Brücken ist nur für die Logikpegel. Auf meinen Platinen befinden sich 5 Volt Festspannungsregler, die über einen Schalter aktiviert werden können, daher ist die 5 Volt Klemme offen. Die Motoren werden über die H-Brücken mit 12 Volt angesteuert. Ich verwende dazu ein altes Computernetzteil. Die grüne Leitung muss mit Masse verbunden werden, um das Netzteil einzuschalten. Schwarze Leitungen sind Masse, rote Leitungen plus 5 Volt und gelbe Leitungen plus 12 Volt. Zeit für einen ersten Testlauf. Über die Terminal-Software können die Motoren einzeln angesteuert werden. Beginnen wir mit der X-Achse. Nach dem Drücken der rechten Pfeiltaste sollte der Motor einen Schritt ausführen. Dreht sich der Motor wie hier ununterbrochen, so muss der Reset-Schalter am Arduino gedrückt und dann die Spannungsversorgung unterbrochen werden. Nun müssen die beiden Anschlüsse zwischen dem Motor und dem betreffenden Ausgang der H-Brücke getauscht werden. Nach dem Neustart der Software kann der Versuch wiederholt werden. Nun sollte sich der Motor wie erwartet um einen Schritt drehen, wann immer die rechte oder linke Pfeiltaste gedrückt wird. Prüft die Y- und Z-Achse nach dem gleichen Schema. Nun muss die Bewegungsrichtung geprüft werden. Wenn ihr von vorne auf die Maschine blickt, muss sich der Tisch nach vorne bewegen, wenn ihr die Pfeil-Hoch-Taste drückt und nach hinten, wenn ihr die Pfeil-Runter-Taste drückt. Ist die Bewegungsrichtung vertauscht, so müssen die beiden Leitungen zwischen H-Brücke und dem betreffenden Motor und gleichzeitig die beiden Leitungen von den betreffenden Sensoren zum Arduino vertauscht werden. Beim Drücken der Pfeiltaste nach links muss sich der Tisch nach rechts und beim Drücken der Pfeiltaste nach rechts entsprechend nach links bewegen. Klingt merkwürdig, aber bedenkt, dass sich der Fräser in Relation zum Tisch in entgegengesetzter Richtung bewegt. Zuletzt muss die Z-Achse überprüft werden. Diese muss sich beim Drücken der Bild-Ab-Taste nach unten und beim Drücken der Bild-Auf-Taste nach oben bewegen. Ihr solltet mittlerweile wissen, was zu tun ist, wenn die Bewegung falsch herum verläuft. Markiert je einen Zahn an den Sensorscheiben und bewegt alle Achsen um 1000 oder mehr Schritte in eine Richtung,
und wieder um die gleiche Anzahl Schritte in die entgegengesetzte Richtung. Die Markierung sollte anschließend wieder an der gleichen Stelle sein, ansonsten hat der Mikrocontroller nicht alle Schritte erfassen können und ihr müsst euch an die Fehlersuche machen. Optional sind die Schalter zum Auffinden der Ausgangsposition. Eine für die höchste Position des Fräsmotors, eine für die Y-Achse und eine für die X-Achse. Über ein Relais kann der Fräsmotor ein- und ausgeschaltet werden. Da die Spule des Relais einen Strom von mehr als 200 mA zieht, wird ein Transistor benötigt, um das Relais vom Arduino ansteuern zu können. Ein weiterer Transistor schaltet die Pumpe für die Kühlflüssigkeit. Mehr zu diesem Thema wird in einem folgenden Video gezeigt, Wasser ist nicht die beste Kühlflüssigkeit für alle Materialien. Zeit für einen weiteren Testlauf. Hier fräse ich spezielle Zahnräder mit runden Zähnen, die von der Software berechnet werden. Einzugeben sind unter anderem der Durchmesser des Fräsers, der Durchmesser der zentralen Bohrung und die Anzahl Zähne. Der verwendete Fräser mit zwei Schneiden besitzt einen Durchmesser von 1,6 mm und das Zahnrad hat 50 Zähne mit einer 5 mm Bohrung in der Mitte. Mit jedem Durchgang taucht der Fräser um 1,5 mm tiefer in das Material, womit drei Durchgänge benötigt werden, um das 5 mm starke Plexiglas zu durchtrennen. Die Maschine ist euch zu langsam? Nun, verwenden wir doch leistungsstärkere Motoren. Dieser Typ zieht einen Blockierstrom von 2,2 Ampere an 12 Volt, was zu viel für die L298N-Brücken ist. Der Maximalstrom kann per Pulsweitenmodulation reduziert werden. Für einen maximalen Blockierstrom von 1,8 Ampere muss der Tastgrad auf 80% begrenzt werden. Um aber die maximale Leistung abrufen zu können, müssen andere H-Brücken verwendet werden. Die hier zu sehenden BTN 7960 Typen vertragen Dauerströme bis zu 43 Ampere, da pro Platine nur eine Vollbrücke verbaut ist, werden drei Bausteine benötigt. Die Verdrahtung ist leicht abzuwandeln, jedoch werden wie zuvor zwei Pins benötigt, um einen Motor anzusteuern. Das Getriebe des leistungsstärkeren Motors besteht aus zwei Zahnrädern, die in dem vorangegangenen Testlauf angefertigt wurden. Aufgrund des höheren Drehmoments des Motors kann die Übersetzung auf 3,33 zu 1 reduziert werden, was durch Zahnräder mit 15 bzw. 50 Zähnen erreicht wird. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt nun 10 mm pro Sekunde, aber um diesen Wert im Betrieb erreichen zu können, muss sich noch einiges an der Software ändern. Machen wir einen weiteren Testlauf. Hier schneide ich 0,8 mm Aluminium mit einem 1,6 mm Fräser. Die Geschwindigkeit der CNC wird per Software verringert, da ansonsten der Fräser abbrechen würde, das Aluminium könnte also auch mit den schwächeren Motoren bearbeitet werden. Die Vorlage ist eine neue Sensorscheibe für die Maschine. Mit einer Zahnbreite von nur 4 mm ergibt sich ein Durchmesser von weniger als 80 mm bei nach wie vor 30 Zähnen. Das Prinzip hinter dieser kompakten Anordnung von Sensorscheibe und Gabellichtschranken wird in einem folgenden Video genauer erklärt. Wie zuvor ergeben 120 Schritte eine volle Umdrehung der Sensorscheibe. CNC Version 3.2 wurde erfolgreich eingesetzt, um sich selbst zu verbessern. Pläne und Software gibt's wie immer kostenlos auf meiner Webseite. Wenn euch diese CNC-Maschine gefällt, dann benutzt doch die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten, um dieses und weitere Projekte zu unterstützen. Danke fürs Angucken und bis bald!